Ihr habt gesagt, Kai Gedan hat ein Video gedroppt, es ist gerade erschienen, aber bei Kai ist mir das eigentlich egal. Was ist denn das für ein Video? Full Day of Eating. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das gucken wir uns jetzt an. Das gucken wir uns jetzt mal an. So, 5345 Kalorien, Full Day of Eating. Alle Mahlzeiten und Nährwerte. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Full Day of Eating auf meinem Kanal. Der letzte Full Day of Eating ist schon etwas länger her, fast ein komplettes Jahr. Mittlerweile befinde ich mich Peak Off-Season, heißt ich esse sehr, sehr viele Kalorien. Heute werde ich euch mitnehmen durch meinen kompletten Tag. Ich werde euch zeigen, welche... Hoffentlich geht er auf Heiko Kalbach ein. Welche Mahlzeiten ich esse, wirklich alles zeigen, was ich hier reinstopfe. Außerdem werde ich auch am Ende des Tages zeigen, wie viel Wasser ich getrunken habe. Das ist nämlich... Boah, der hat wieder gefurzt, Alter. Paco, hör doch mal auf, Digga. Sehr, sehr wichtig, denn solltet ihr natürlich auch genügend Flüssigkeit zu euch nehmen, damit ihr zum Beispiel auch im Gym eure Performance aufrechterhaltet. Danke für den Reminder, Kai. Ich hole mir jetzt erstmal eine Wasserflasche und du kannst weiter labern. Und ganz wichtig, ich werde euch zusätzlich... Lena, danke für das Abo. ...noch erklären, was ich mir hinter jeder Mahlzeit denke, warum die Mahlzeit so konzipiert ist, wie sie eben konzipiert ist. Ich werde euch alle Makronährstoffe, ich werde euch einfach alles mitnehmen und mitgeben, was ich den kompletten Tag esse. Damit es keine komplette Werbeveranstaltung wird, ganz, ganz wichtig, alle Supplemente, die ich nutze, kommen natürlich von Rocker Nutrition und mit dem Code KIZ packe ich euch hier, erster Link in der Videobeschreibung. Wir haben letztens mal schon auf ein Full Day of Eating reagiert von ihm und es war kein Full Day of Eating, es war einfach, Digga, eine Dauerwerbesendung. Kai, wenn du jetzt die ersten 5 Minuten wieder nur deine Subs zeigst und alles, dann werde ich ausschalten, dieses Video. Tut mir wirklich leid, auch an die Jungs hier im Chat. Letztens war das grausam. Das war wirklich Full Day of Werbung, so wie du sagst, Aaron. Das war scheiße, sich anzugucken. Ich verstehe, wenn man Placements macht, ist ja alles gut, mache ich auch. Aber mach doch mal ein bisschen mit Verstand, Digga. Du kannst doch nicht ein ganzes Video aufziehen von der ersten bis zur letzten Sekunde aus Werbung und Placements, Alter. Das fuckt doch einfach nur ab. Mach Werbung nebenbei, ein bisschen da, 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 aber doch nicht. Egal. Wir gucken, ich will ihn nicht verurteilen. Vielleicht hat er auch aus seinem Fehler gelernt. Also spart ihr natürlich 20% Rabatt, wie gesagt, mit dem Code Kai. Wir starten jetzt direkt rein mit der ersten Mahlzeit. Und die ist natürlich auch direkt meine Pre-Workout-Mahlzeit. Heißt, hauptsächlicher Fokus, sehr viele Kohlenhydrate, möglichst wenig Fette und etwas Proteine. Dementsprechend gibt es bei mir die Rice Cream. Früher war es immer das Porridge, aber ich habe herausgefunden, Porridge hat viele Ballaststoffe, auch ein bisschen mehr Fett, die Haferflocken. Da ist mir aufgefallen, okay, das knallt dann nicht im Training. Das hat er herausgefunden. So, dementsprechend gibt es bei mir die Rice Cream, weil die sehr, sehr viele Kohlenhydrate hat. Keine Ballaststoffe, geht sehr, sehr schnell rein ins System. Und ich habe wirklich einen deutlichen Unterschied gemerkt und dementsprechend esse ich die Rice Cream immer als erste Mahlzeit des Tages und auch als Pre-Workout-Meal. Aber ich sag's dir ehrlich, 250 Gramm Rice Cream ist schon wirklich ein richtiges Brett. Das ist viel, ja. Dementsprechend esse ich zurzeit auch ziemlich lange in meinen ganzen Mahlzeiten, weil wie gesagt, Peak-Off-Season. Ich mache bald eine Diät und habe wirklich jetzt auch nicht mehr so viel Lust zu essen. Also ich brauche zum Beispiel für die Rice Cream, ich habe gestern geschaut, 1 Stunde und 4 Minuten habe ich gebraucht, um die Rice Cream. Der trainiert 4 Stunden und isst 1 Stunde lang sein Pre-Workout-Meal. Oder Kalle Jabal frisst in 2 Stunden halb Berlin auf und der frisst in 1 Stunde seine Rice Cream. Ich sag da nichts mehr zu. Wir gucken einfach. Es ist mal wieder Comedy hier auf allerhöchstem Niveau, Digga. Das war schon echt eine Qual, aber wenn das Training dann richtig gut läuft, dann nehme ich das natürlich gerne mit. Für alle Leute, die jetzt schreiben, ja Kai, dann mix doch die ganze Sache. Ich habe schon sehr viel in meinem Leben gemixt, sehr viel in meinem Leben davon dann auch getrunken und ich sage es euch eins, Essen ist dann immer noch die angenehmere Alternative, denn wenn ihr eure Mahlzeiten mixt, dann bekommt ihr es zwar gut rein, aber mir wird davon immer so schlecht und es ist einfach nur komplett ekelhaft. Dementsprechend esse ich dann lieber 1 Stunde in meiner Rhyme. Ich glaube, wir beide gehen gleich erstmal raus. Ich glaube, du musst dickst scheißen, Alter. Das ist das dritte Mal gefurzt. Der liegt da so richtig kuschelig auf. Hier unten habe ich so ein paar Decken und so einen Teppich. Der chillt da richtig schön so eingewickelt und lässt die ganze Zeit einen furzen, Alter. Rice Cream, dann ist er drin und ich fühle mich dann nicht ekelhaft. So, was habe ich gerade gemacht? Ich habe gerade No Whey Pro 30 Gramm reingepackt und No Whey 30 Gramm, heißt 60 Gramm Eiweißpulver. Dazu gibt es jetzt noch 3 Gramm Salz, damit erstens die Rice Cream besser schmeckt. Mache ich immer so in Mahlzeiten. In meinem Porridge habe ich das auch mal gemacht. Und dann natürlich auch ganz wichtig, Salz verbessert die Kohlenhydrataufnahme. Bedeutet, dann werden die Kohlenhydrate, das sind jetzt ungefähr, ich werde euch gleich die Makronährstoffe sagen, das sind ungefähr 300 Gramm Kohlenhydrate, die werden dann noch besser aufgenommen, weil eben Salz dabei ist. Heißt,
Ich habe im Training einen besseren Pump, weil die Kohlenhydrate knallen, weil Salz drin ist. Salz fördert nämlich auch den Pump. Und jetzt, dann rühre ich die ganze Sache um. Wichtig, wenn ihr die perfekte Rice Cream haben möchtet, immer zuerst alle Pulverzutaten reingeben. Dann... Das ist schon mal kompletter Bullshit. Also ich weiß, wie es mit veganer Whey ist. Aber wenn man, es sei denn, der macht das jetzt in der Mikrowelle, dann habe ich nichts gesagt. Nehmt niemals kochendes Wasser auf Whey oder auf Isolat, weil dadurch entsteht irgendeine Reaktion und das Ding wird klumpig. Ihr habt dann so schäbige Whey-Klumpen im Rice-Pudding, das ballert gar nicht. Also ich mache erst kochendes Wasser auf Rice-Pudding, rühre um, warte eine Minute und dann baller ich Whey hinterher oder Isolat. Umrühren und dann Flüssigkeit dazu und dann habt ihr es eigentlich schon. Wie viel Wasser kommt da rein? Wie Wasser kommt da rein? Noch ganz kurz. Oh, das ist mein Tee, den darf ich nicht reinmachen. Wie viel Wasser kommt rein? Ganz wichtig, ich mache immer so die momentan die vierfache Menge Wasser, weil ich die ganze Rice Cream nicht so an Volumen pushen möchte. Okay, der nimmt kein gekochtes Wasser, also habe ich nichts gesagt. Der ballert das wahrscheinlich in die Mikrowelle. Ich habe sowieso schon Probleme mit dem Essen, dementsprechend brauche ich da jetzt auch nicht unglaublich viel Volumen. Ich mache da 250 Gramm Rice Cream, 1 Liter Wasser rein. Übrigens das Wasser... Du, der macht sich das Leben so schwer, ne? Es könnte so leichter sein. Ja. Die Mahlzeiten, das zähle ich nicht dazu, sondern ich werde euch am Ende des Tages nur zeigen, wie viel ich Wasser extra getrunken habe, also rein trinken. Erst dann rühre ich die Rice Cream um und dann sehen wir uns gleich, wenn ich die Toppings drauf packe. So, weiter geht's mit den Toppings und zwar fange ich doch mal an mit Schokolade, um einfach die Kalorien nach oben zu boosten. Hier nehme ich zum Beispiel... Ich dachte, er will kein Fett ums Training herum. Gerade Rittersport. Knusperkeks, das ist jetzt ungefähr 75 Gramm Schokolade. Schon sehr viel, aber ja, die kann... Ich dachte, kein Fett vor dem Training. Die müssen halt irgendwie rein und ja, schmeckt ganz gut. Ja, das sieht jetzt irgendwie nicht ästhetisch aus, aber darum geht es mir nicht. Es geht mir einfach nur darum, dass die Mahlzeit schön viele Kalorien hat. Er hat echt einer Waffel, der Typ, Alter. Das, wenn ich den das nächste Mal begegne, werde ich ihm das aber auch sagen. Ich stehe dir bestimmt auf dem Fieber, sag ich dir nach immer, Kai, du hast ja dann nicht mehr alle, Junge. Wach mal auf, Junge, was ist denn? Kommt hier drauf, zack. Normalerweise verteile ich das immer ein bisschen besser, aber mittlerweile ist das mir eigentlich komplett egal. Dann geht's weiter und zwar brauchen wir natürlich noch ein bisschen Mikronährstoffe in Form von Obst. Und zwar gibt es dann zuerst mal eine Banane, die schneide ich auch ganz easy einfach oben drüber. Hier ist Banane drin und dann geht's weiter mit einem Apfel, den habe ich schon vorgeschnitten, damit es einfach schneller geht. Dann habe ich den Apfel drüber hauen. Ihr seht also, die Rice Cream ist allgemein und mein Pre-Workout Meal ist allgemein relativ schnell zubereitet. Finde ich auch nice, weil mein Porridge muss ich immer in die Mikrowelle. Boah, das wiegt doch bestimmt 5 Kilo, diese Bowl, Alter. Rein, dann wieder raus, dann läuft's über, dann muss man die Mikrowelle putzen und hier. Jim Brother, Amen. Einfach alles zusammenklatschen und hat eine richtig leckere Mahlzeit. Dann ein bisschen Zimt für den Geschmack und dann einfach noch 200 Gramm Beerenfrüchte drüber. Und dann hat man die ganze Sache fertig. Ja, Pierre Dolle, Alter. Ich könnte danach auch nicht zum Training. Ich würde danach mich einscheißen, Digga. Ich würde 3 Stunden kacken gehen. Bis Rente würde ich scheißen, Digga. So, das ist also mein Pre-Workout. Ja, Pierre Dolle. 250 Gramm Rice Cream, die ganzen Zutaten blende ich euch jetzt hier. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei, denn dort sichert ihr euch über den besten Deal und die besten Supplements mit meinem Rabattcode William. Alle Links hier in der Videobeschreibung. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre gibmirnoch2wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und weiter geht's mit dem Video. Wir schauen uns mal genau die Makronährstoffe an und zwar erste Mahlzeit 308 Gramm Carbs, 30 Gramm Fette und 72 Gramm Protein, 1859 Kalorien. Die haue ich mir jetzt rein und ja, dann sehen wir uns auch gleich schon wieder, wenn ich mein Pre-Workout Booster und dann auch die Post. Schüsse, ich krieg schlechte Laune langsam bei Kai. Ich meine das wirklich ernst. Es ist nicht mehr lustig, es ist einfach nur traurig. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll langsam. Gurken Mahlzeit zubereitet. So Leute, die Rice Cream wurde vernichtet. War echt ein Kampf, aber ich habe es jetzt in mir und jetzt geht's weiter mit dem nächsten und zwar mit dem... Oh, der isst und trinkt direkt einen Booster oder wie? Jetzt kommen wir erstmal Werbung. Pre-Workout Meal. Da habe ich hier schon, ihr seht, Salz reingemacht. Und zwar 0,5 Gramm Salz. Und dazu kommt jetzt... Bruder, der isst das jeden Tag vor dem Training. Mellowback, der frisst das jeden Tag vor dem Training. Und Pump, da nehme ich zurzeit immer 40 Gramm Gold Pump. So, 40 Gramm Gold Pump sind geladen. Dazu gibt es bei mir Pre-Workout noch einen Monster. Dann ist das hier mein Pre-Workout. Intra-Workout habe ich auch schon fertig vorbereitet, damit es ein bisschen schneller geht. Und zwar habe ich da einmal noch... Dann halt eben...
Und da gibt es bei mir 150 Gramm Rice Cream. Post-Workout Meal. Und so komme ich dann jetzt schon mit zwei Mahlzeiten auf 400 Gramm Rice Cream. Ist echt sehr, sehr viel, muss ich sagen. Aber funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Meistens das größte Problem ist eigentlich immer so die erste Mahlzeit. Wenn die drin ist, dann läuft es eigentlich einen kompletten Tag. Am Abendessen habe ich dann fast keine Probleme, meine Kalorien aufzufüllen. Das war bei mir schon immer so, dass ich morgens Probleme hatte, eben zu essen. Ich denke mal, das geht den meisten von euch genauso. Aber kämpft euch da einfach durch. Und wenn ihr dann so in dem Tag drin seid, die erste Mahlzeit euch reingedrückt habt, dann läuft es bei mir eigentlich immer von alleine. Genau. Wenn ein Beutel ein Kilo ist bei Rocker, der frisst 400 Gramm am Tag, dann hält ein Beutel 1,5 Tage, ne? Ansonsten? 2,5 Tage. Gibt es jetzt hier wieder 30 Gramm No. Es gibt tatsächlich ein bisschen Video in der Werbung. Bester Chat-Kommentar heute. Und 30 Gramm No Whey Pro. Ja, komm, du haust dir jetzt diese Scheiße rein. Ach, geil. Mach doch mal geile Videos, Bruder, bitte. Bitte. So, dann frisst er die Scheiße nach dem Training und erzählt, wie super sein Training war, wie der 4 Stunden lang seine Brust zerfetzt hat, die nicht existiert. Und geh auch direkt nächster zum. Gibt's da auch was von. Oh, so, jetzt wird gekocht. Das wird interessant. Jetzt gibt's die letzte große Mahlzeit des Tages. Ich habe 2500 Kalorien offen. Ich zeige euch mal, wie ich die jetzt am Abend. Ballert der jetzt wirklich 2500 Kalorien wieder in einer Mahlzeit und frisst die 2 Stunden lang? Denke. Ganz klar gibt es mal bei mir so Basic. Was ich eigentlich nie verändere, meine Basic Mahlzeit mehr oder weniger. 200 Gramm Reis. Hier habe ich so einen Reis gekocht, hat mir Leonies Mom zu Weihnachten, glaube ich, geschenkt. Und zwar ist der richtig nice. Den packt ihr einfach in die Mikrowelle auf 17 Minuten, vollste Stufe. Zack, ihr müsst euch nicht um den Reis drum kümmern. Und der ist fertig, ist richtig, richtig nice. Zum Reis ganz wichtig natürlich. Oh, schöne Pizza dazu. Ich will ein bisschen Salz dazu. So ungefähr. 4 Gramm. Ja, 3 bis 4 Gramm. Dann kommt da noch ein bisschen Pfeffer rein, damit die ganze Sache noch ein bisschen Geschmack hat. Das wird dann quasi eine Bowl. Zu der Bowl gibt es noch 500 Gramm Kaisergemüse. Eignet sich richtig gut für die Mikronährstoffe. Esse ich jeden. Da hat er recht, aber geschmacklich einfach gottlos. Kaisergemüse ist das schlimmste Gemüse überhaupt. Ihr wisst, jeden Tag. Ihr kennt meine Meinung zu Kaisergemüse mittlerweile. Und dazu gibt es dann noch so 200 Gramm Chicken für die Proteins. Und dann stacke ich dazu noch 2 Eier. Was meinst du, wenn der einmal furzt, Alter, wie das stinken muss? Alter Schwede. Und noch ein paar andere Topics. Der frisst in einer Mahlzeit sich da ein halbes Kilo Kaisergemüse weg. So, dass ich relativ gut auf meine Makros komme. Das werdet ihr gleich dann zum Schluss sehen. Aber es ist so meine Basic-Mahlzeit, die ich eigentlich jeden Abend esse. Und dazu stacke ich dann immer noch eine Pizza. Ich esse zurzeit gerade wirklich jeden Abend eine Pizza. Meistens immer Thunfisch, weil ich das richtig nice feiere. Heute gibt es mal hier irgendwas mit Spinat. Spinat und Käse werde ich mal austesten. Habe ich Lust drauf gehabt. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um den Reis. Dann kommt noch ein bisschen heißes Wasser. So. Doch, Alex, der meint das alles ernst. Ich hatte immer so meine vorgegebene Wassermenge. Boah, ich will so gern auf das Video reagieren mit Heiko Kalbach. Das wäre Legende, Digga. Ich mach das jeden Tag. Ich weiß ja, wie die Sache läuft. Digga, Patrick, der Kai hat einen Coach. Und zwar einen richtig guten Coach, einen richtig teuren Coach. Ja, aber anscheinend funktioniert es bei ihm und er findet es geil. Und was soll ich machen? Ich kann ihm auch nicht helfen. Rein in die Mikrowelle. Zack. Vollste Stufe. 17 Minuten. Ganz easy. Ohne sich irgendwelche Gedanken zu machen. Dann geht es direkt weiter. Und zwar hier. Pfanne. Die Waage steht übrigens einfach immer in der Küche. Jim Brother, da gebe ich dir recht. Immerhin bekommt ihr die Kalorien ein. Thunfisch kämpft bei 3000. Da stelle ich meine ganzen Sachen immer ab. Das ist hier extrem simpel, alles abwiegen. Zack. Dann gibt es auf jeden Fall hier Kaisergemüse, 500 Gramm. Preis-leistungsmäßig ist das top. Manchmal esse ich auch andere Gemüsesorten, Gemüsemischungen. Weil jeden Tag Kaisergemüse geht einem dann irgendwann mal auf die Nerven. Aber hauptsächlich ist immer so meine Basis. Kaisergemüse 500 Gramm, ganz easy. Kommt ihr auch drauf, die Pfanne. Das Video haben wir heute zu Beginn des Streams geschaut, ja. Das Kaisergemüse hier vor sich hin brutzelt, habe ich das Chicken vorbereitet. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr euer Chicken einfach perfekt zubereiten könnt. Ganz einfach, 200 Gramm. Da oben hängt doch einfach so ein Kabel aus der Wand. Chicken. Dann, ihr braucht, wenn ihr Chicken mariniert, immer Öl und eine Säure, damit die ganze Sache perfekt funktioniert. Als Öl nehme ich hier Olivenöl, da gebe ich ein paar Spritzer drauf. Dann normalerweise nehme ich immer Limetten oder Zitronen. Haben wir aber leider nicht mehr, dementsprechend nämlich hier die letzten Reste.
die Sojasäure. Das Beste von der Sojasauce ist nicht ganz perfekt, aber sollte funktionieren. Genau, und dann dazu kommen noch ein paar Gewürze. Ganz einfach, bisschen Salz dazu, zack, bisschen Pfeffer. Jetzt als hauptsächliches Marinadengewürz nehme ich hier Hähnchen Tandoori, macht man noch so ein bisschen was drüber. Dann ist die ganze Sache hier drin, dann einfach mit der Hand reingehen, richtig schön umrühren. Ein absoluter Gourmet hätte es jetzt noch so einen Tag einziehen lassen oder ein paar Stunden. Aber ich mache das immer so, es funktioniert auch sehr gut. Ihr seht hier, es ist schön flutschig, kommt dann einfach in die ganz heiße Pfanne rein, wird von beiden Seiten scharf angebraten und schon habt ihr richtig nices, leckeres Chicken, nicht so langweiliges Chicken. Da ganze Fingernägel unten so rot und schwarz wegen Pfeffer und Gewürz. Und irgendeine Marinade. Dieses Rote geht von den Fingern gar nicht mehr ab. Oder so ein Geschmack, sondern so ist es wirklich schon richtig geil und ihr könnt es so ein bisschen kombinieren. Einfach mal verschiedene Gewürze austesten, so wie ich das mache, schmeckt es für mich richtig, richtig geil. Yes. Jetzt machen wir das Chicken ready und dann melde ich mich gleich, wenn es wieder was zu melden gibt. So Leute, Abendessen ist an. Wisst ihr, was ich nächstes Mal mache? Ich starte ein Reaction-Video auf meinem Hauptkanal. Ich mache nur das Intro und dann, wenn das Video beginnt, guckt mein Vater einfach das Video. Und ich erkläre meinem Vater, wo der Play und Pause macht und alles. Und dann soll mein Vater mal auf Kai Gidan reagieren. Ich würde gerne mal seine Meinung wissen dazu. So ganz neutral. Angerichtet und teilt sich quasi in drei verschiedene Gänge auf. Wir starten mal rein mit der gedanischen Masse Bowl. Die besteht aus gedanische Teufelsbowl, Alter. 200 Gramm Reis, 500 Gramm Kaisergemüse, 200 Gramm Chicken, 2 Eier. Dann habe ich noch zusätzlich die Avocado verwertet. Masse Bowl von Pralos Gedanos steht da. 11 Gramm Avocado und 64 Gramm Schafskäse. Insgesamt 1500 Kalorien. 188 Gramm Kohlenhydrate, 37 Gramm Fette und 94 Gramm Protein. Den Abend nutze ich euch immer dazu, um erstens mal zu essen, was ich Lust habe und zweitens meine Makronährstoffe aufzufüllen. Ich habe sehr, sehr. Da steht Pralos Gedanos drauf, ja. Viele Fette offen. Dementsprechend komme ich auch hier gleich zum zweiten Meal und zwar Pizza. 144 Gramm Carbs, 28 Gramm Fette, 33 Gramm. Carbs. Protein insgesamt. Ey, jetzt mal einer, der so gar nicht in der Fitnessbubble drin ist, ne? Der gar nichts mit Fitness und Bodybuilding zu hat, gar nichts. Und stoßt zufälligerweise, wird in dieses Video angezeigt auf YouTube und er stoßt zufälligerweise drauf. Was denkt sich so ein Mensch? Was ist das für ein Typ, der sich am Abend, guck mal, eine 3 Kilo Bowl reinpfeift, eine Pizza und noch irgendwelche Cornflakes? Der würde gar nicht klarkommen. Ich weiß dir. Wenn meine Oma das zum Beispiel gucken würde, die würde denken, meine liebe Himmel, oh Kurwa, was macht der Junge da? Nix normal, Katastrophe. 862 Kalorien, die esse ich dann immer so in Kombination mit der... Boah, ich muss mal einmal mit meiner Oma reagieren, das wäre auch lustig. Bowl und dann zum Abendessen noch einen kleinen Nachtisch und zwar hier 50 Gramm sogenannte Nutflakes zusammen mit 100 Gramm Milch. Ich könnte auch einfach nochmal eine Rice Cream essen, aber ich sag's euch ganz ehrlich, nach 400 Gramm Rice Cream daily hat man dann auch keinen Bock mehr drauf. Und es geht extrem leicht runter und schmeckt auch noch richtig, richtig gut. Das ist so mein Abendessen und für alle, die sich fragen, aber Kai, wie funktioniert denn das? Du hast keinen Ernährungsplan, du isst, auf was du Lust hast, du isst Pizza am Aufbau. Brosep-Style. Wie wirst du da nicht fett? Ganz einfach, ihr könnt hierfür den Newsletter der Hypertrophie. Hätte ich doch bloß den Newsletter abonniert vor 16 Jahren. Vielleicht wäre dann jetzt irgendwas aus mir geworden, Alter. Wenn ihr abonniert, denn dann bekommt ihr ein kostenloses Video zugeschickt. Und zwar das Video If It Fits Your Macros. Das ist das Ernährungsprinzip, nachdem ich mich schon über 9 Jahre lang ernähre. Ich habe quasi Makronährstoffe, muss diese Makronährstoffe voll machen. Mit. Das kommt Mitte der Woche online, denke ich mal, Dienstag, Mittwoch. Wenn du mit Amazon Prime kostenlos abonnierst, kannst du es auch direkt im Nachhinein gucken, weil du kannst den Stream als Abonnement immer gucken in vollster Länge, auch wenn der Stream schon vorbei ist. Ein paar Rahmenbedingungen und dann erreiche ich ganz flexibel, ohne irgendeinen lästigen Ernährungsplan, meine Ziele, kann quasi Pizza essen, Eis essen, alles mögliche essen, auch sogar in der Diät. Wenn ihr darüber mehr Bescheid wissen möchtet, dann gerne den Newsletter der Hypertrophie-Akademie abonnieren, dann bekommt ihr kostenlos das Video zugeschickt und da erkläre ich dann wirklich von A bis Z alles mit Beispieltag und. Dann könnt ihr nämlich die ganze Sache selber so durchziehen und eure Ziele ohne lästigen Ernährungsplan erreichen. Dann kommen wir dazu, wie viel Flüssigkeit habe ich heute getrunken, das blende ich euch hier mal ein. Ich hätte selber nicht gedacht, dass es so viel ist. Einfach 10 Liter getrunken. Und zwar sind es insgesamt 9,3 Liter täglich. Ist schon sehr, sehr viel. Das ist so ein Freak. Der Typ hat so einen an der Waffe, Alter. Ja, Pierdole.
Wasser, Tee, Wasser, Wasser, Monster, Booster, Wasser, No Way, Wasser, Gym, Wasser, Strong, cool. Viele meiner Wettkampfdiäten habe ich so 12 Liter getrunken. Das macht man hauptsächlich in der Diät, trinkt man so viel, um eben satt zu werden. Jetzt im Aufbau ist es halt so, ihr seht hier, Wasser, Gym, ich trinke sehr, sehr viel Wasser. Ich trinke auch viel. Ich komme auch so auf meine 5, 6 Liter, aber Bruder, knapp 10 Liter, das kam gerade so unerwartet, das kam gerade so irre, Alter. Der macht sich eine Excel fürs Trinken, ja, kannst du mal sehen, er nimmt das Leben wirklich ernst. Training, weil ich viel schwitze und ja, auch meine Performance aufrechterhalten möchte. Und ich habe einfach Durst, bin ein durstiger Mensch und dementsprechend bei so viel Kalorien, bei so viel Salz auch täglich, dann trinken wir viel, das ist ganz normal. Dementsprechend 9 Liter täglich ist, ja, ganz gewohnt. Und jetzt kommen wir zum Schluss noch zu meinen täglichen Supplementen. Abends arbeitet der? Ja, hier, das ist sein Job. Den Leuten einen vom Pferd erzählen, Alter. Dann nehme ich auch so, dass ich meine ganzen Subs zu mir nehme. Und zwar einmal eine Portion Strong. Hier ist Kreatin. Ja, das war's mit dem Essen. Der blendet jetzt, glaube ich, noch am Ende seine Gesamtmakros ein. Er macht dann irgendwelche Studien zu Vitamin D3 und erzählt, wie toll das da ist. Und jetzt, wo kommen denn da? Da kommen jetzt die Makros. Eigentlich noch relativ wenig. Ich muss den Chat mal eben kurz verschieben. Oh, bist du wach geworden, du Stinktier? Alter, furzt mir die Bude hier voll. Das ganze Streamingzimmer stinkt nach Scheiße, Alter. Dann schauen wir uns mal die Makronährstoffe an. Das sind insgesamt Protein und zwar sind es 286, Kohlenhydrate 786 und Fette 102. Yes, ich versuche. Also ich würde allein aus dem Grund, dass Kai die erste Mahlzeit, seine Pre-Workout-Mahlzeit, eine Stunde lang isst, der hat ja genug Zeit. Digga, der ist Fulltime-Influencer, der hat keinen richtigen Job, der kann essen, wann er will. Mach doch aus den 3 Mahlzeiten 6 Mahlzeiten und kleine Mahlzeiten, statt sich da so den Bauch vollzuschlagen. Der würde auch viel besser funktionieren. Also gehe ich mal stark von aus. Kannst doch nicht 3 so Mahlzeiten haben auf 5000 Kalorien aufgeteilt. Die Fette immer so niedrig wie möglich zu halten. Naja, das war es auch schon. Da passiert jetzt nichts mehr. Erzählt noch, warum die Fette. Ja, er ist 4 Stunden im Gym mit Anfahrt, mit Pre-Workout. Da hat er natürlich nicht mehr viel vom Tag, ne? Geisteskrank, Alter. Kai, du bist wirklich, du bist einzigartig. Ein einzigartiger Spinner. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei ESN vorbei, denn dort findet ihr immer die besten Angebote. Mit meinem Rabattcode William sichert ihr euch immer den besten Deal auf alle Supplements. Außerdem kann ich stolz verkünden, dass wir jetzt auch zusammen mit Prep My Meal arbeiten. Ja, dort könnt ihr euch immer wunderschöne, leckere, fertige Mahlzeiten ordern. Das Ganze kommt tiefgefroren, knallt ihr euch für 7 Minuten in die Mikrowelle und ihr seid bestens ausgestattet. Beispielsweise aktuell gönne ich mir oft Kokos-Chili mit Hähnchenbrust. Das Ganze hat 50 Gramm Proteins. Also da seid ihr schon mal safe. Gute Kohlenhydrate, gute Fette. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Und bei OAs gibt es auch noch wunderschöne Klamotten. Ebenfalls Rabattcode William. Also überall Rabattcode William. Egal ob ESN, Prep My Meal oder OAs. Ihr supportet mich tatkräftig damit. Vielen lieben Dank. Und das war's. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und wir sind auch immer 3-mal die Woche live auf Twitch. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.